Ja, Freunde, One-Taker-Video nochmal am Abend, wieder aus der Couch-Position. Ich habe euch gesagt, ich halte euch mit Pascal Groß auf dem Laufenden. Jetzt geht so ein bisschen das Wirrwarr im Social Media los. Die einen schreiben schon, dass Pascal Groß fix zu Werder kommen soll, wohl für 1,5 Millionen und einen 4-Jahres-Vertrag bekommt, beziehungsweise einen Vertrag bis 2024 bekommt. Es gibt auch eine Seite, das wurde mir jetzt auch gerade eben mehrfach zugeschickt, wo ausgegeben worden ist, dass Fabrizio Romano das Ganze wohl getwittert haben soll. Ihr wisst ja alle, ich habe selber gar keinen Twitter, aber das, was mir dazu geschickt worden ist, ja, handelte sich nicht um ein Profil mit einem blauen Haken. Also gehe ich nicht davon aus, dass es von Fabrizio Romano kam. Fakt ist aber, das Ganze sammelt sich gerade ein Stück weit. Es ist wohl auch so, dass eine Maschine aus Brighton nach Bremen geflogen ist heute Morgen. Deswegen heizt das natürlich alles nochmal mehr an. Das, was aktuell gerade absolut voll im Fokus ist, es soll wohl mit Pascal Groß fix sein und wohl auch diese Woche noch vermeldet werden. Das Ganze entnimmt, also kann man jetzt wirklich aus verschiedenen Social Media Quellen entnehmen. Die Frage ist natürlich hier nur bei wieder, ja, wann wird das Ganze auch öffentlich bestätigt, beziehungsweise ist das auch wirklich so? Ich bin davon noch nicht ganz überzeugt. Ich würde mich allerdings freuen, auch diese Summen, die da aufgerufen werden, 1,5 Millionen, damit wäre ich zum Beispiel sehr zufrieden. 1,5 Millionen vor Vertragsende bei den 7 Millionen Marktwert ist ein guter Transfer, meiner Meinung nach. Schreibt mal rein, was ihr dazu sagt. Habt ihr jetzt auch gerade was mitbekommen, was gelesen und so weiter und so fort? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden das Ganze auch bis morgen rein verfolgen. Schreibt einfach unten in die Kommentare immer die neuesten Meldungen. Dann können die Leute eben auch hier in den Kommentaren gucken, wie ist der neue Stand, wie sieht es aktuell überhaupt aus, und so weiter und so fort. Ja, und an der Stelle, wie gesagt, gehen Grüße raus an die Leute, die mir gerade eben die ganzen Beiträge geschickt haben. Ich bin selber mal sehr gespannt. Hatte das so gerade gar nicht mitbekommen gehabt, hab oder schaue eigentlich DFB-Pokal gerade und ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wollte euch nur auf den neuesten Stand bringen. Haut rein.